Moin zusammen, wir gehen jetzt mit null Beweisen nach Bleasdale. Okay, wir hatten eine Random Map ausgewählt, einfach so zum Spaß. Wir werden auch noch ein paar Runden mit Beweisen später machen, weil wir noch die Spirit Box brauchen für eine Daily und wir brauchen noch ein paar UV-Fußabdrücke. So, Breaker ist links. Oh, Geisterfoto. Mal gucken, wer nachher wieder tot ist. Wir leben zu scheißen, diese Geisterfoto. Okay. Ja, das wird wieder ein Spaß, also rein da. So, ich werde jetzt hier mal an der Seite reingehen. Ja, ich gehe jetzt hier an der Seite rein und mache den Brecki an. So, wir gehen extra hier rein, damit auch schon mal überall der Strom ist. Ja, jetzt könnt ihr rein, der Strom läuft. Hier hinten ist leider kein Versteck beim Brecki. Hier ist eine fliegende Tür, Bunny. Was, eine fliegende Tür? Wo oh, die fliegende Tür sich wegteleportiert. Aber weißt du was, alles gut, ich glaube, ich habe sie hier. Ist die Map wieder buggy, dass alles in der Gegend rumfliegt? Oh Gott. Das, ja, genau, ist eine Paranoia, weißt du? Das heißt, wir sehen gleich wieder ein paar Items in der Luft schweben. Was ist denn hier? Eine Tür? Was ist denn hier? Eine Schalltür? Was ist denn hier? Hast du denn gestellt, Tino? Wo ist denn hier eine Tür? Vorne an der Haustür. Ich schätze, eine Tür vom Schrank. Ja. Ach, spinnt die Map wieder rum. Weißt du noch, die eine Tür, die mal irgendwo so mitten in der Gegend rumflog? Oh, der Knochen ist hier im Office. Wie oft? Ich muss wieder mein Püppchen abmachen, Knochen. Ja, ich kann den kurz versorgen. Ich bin ja hier direkt. Eigentlich muss man die Tür fotografieren. Das ist so weird, ey. Okay, hier unten sind noch zwei Verstecke. Das ist schon mal praktisch. Die mache ich auch schon mal parat hier. Zumindest eines. Ich traue diesen Verstecken hier nicht so ganz. So, dann ist zumindest schon mal eines vorbereitet. So. Was liegt denn hier? Dots? Da ist der Bone. Den Knochen haben wir doch schon. Irgendwas vom Geist hier oben? Nee, hier oben habe ich kein einziges Ding von uns gehört. Also keine Ahnung. Da ist der Tod. Also wenn er unten ist, dann ist er wahrscheinlich sehr leise. Hier ist alles so, wie es sein soll. Irgendwo Atem, irgendwo eine Kerze aus. Ja, meine fackelt gleich auch ab. Ich glaube, ich werde die mal ausmachen und abstellen. Wir haben ja jetzt Licht an. Dann braucht man die ja nicht anzulassen. So, wo ist das Thermo? Suchen wir mal hier mit. Ist er direkt im Eingang? Das kann nämlich sein, wenn die so ruhig sind, weil das Licht ja da an ist. Ist er hier? Ne, hier geht's hoch. Was ist denn hier das Thermo? Ich hab das gerade, ich guck mal hier unten die ganzen Räume an. Also ich hab definitiv einen Schaukelstuhl gehört. Ich nehme mal an, so ein Speicher, Schaukelstuhl, dann ist er nämlich auf Speicher. Der Speicher ist ein Schaukelstuhl und es ist auch ein Schaukelstuhl da hinten in dem einen Raum. Oh Gott. Ja, dann ist er hier. Yes, der ist doch schon Speicher. Ja, ich komm mal mit dem Thermo da hoch. Ja, viel Spaß beim Sterben nachher. Speicher ist schlimm. Ja, schön. Ja, ich mach mal bis. Och, nee, ist auch ein bisschen wie der ist hier. Ja, da ist der Schaukelstuhl. Und es wird kalt. Also Notfallversteck könnt ihr dann im einen Raum hinterm Schaukelstuhl benutzen, sonst werden wir hier den Raum als Speckraum aufbauen. Oh mein Gott, das wird ein Aufwand. Baut ihr dann den Ghost Highway und den Speckraum auf? Ich werde schon mal Kruzi und Kamera und sowas da hochbringen. So, Monitor, lass es doch sein. Speckraum? Ja, okay. Okay, ach, das wird jetzt riskant, vor allem, wenn das jetzt ein Ding ist.
Also in den Speckraum muss eine Fotokamera, ein Parabolen, ein Sensor, ein Putzi, ein EMF, die Smudgies und so weiter. Haben wir hier einen Ort? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. So. Ach, ich hoffe, wir haben keinen Arschkeksgeist. Besonders auf dem Dachboden. Der ist schon ein Arschkeks, weil er schon auf dem Dachboden ist. Ich will das Kurze hier so haben, dass man es auch auf der Kamera sehen kann. Wer tut hier ein Stativ ohne Kamera? Keine Ahnung, ich nicht. So. Okay, wir bauen hier unten erstmal auf. Bis gleich. Okay, und der Schaukelstuhl wurde fotografiert. Perfekt. Ja. Das Licht ist aus, ne? Okay. So, hier ist noch was Salz. Darf ich die Kerzen eigentlich anziehen? Na, warte kurz, wie viele haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, alle 4. Wo ist denn die wir vorhin benutzt haben? Wo sind die? Lass uns die erstmal benutzen. Mach mir die erstmal an hier. Okay. Die anderen, die noch voll sind, heben wir für später auf für den Onryo-Test. Aha. Event? Okay, das ist, glaube ich, kein Shade. Das Event kam zu früh. Ja, würde ich auch mal sagen. Wo war der Arschkeks denn? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die Lichter gesprengt wurden. Aber das würde schon mal den Shade ausschließen, weil unsere Sanity, die ist ja wahrscheinlich noch hoch. Wir waren ja die ganze Zeit im Licht. Eieiei, aber Kerzen will auch nicht auspassen. Ja, das hier ist auch ein riesiger Raum, ey. Da vorne hat er, glaube ich, irgendwo was geworfen. Hast du überhaupt eine EMF hier? Hier hat er irgendwo was geworfen, glaube ich. Ich weiß nur nicht was. Das hier. Die Kamera? Ja. Ja, hier hat sie jetzt gezählt. Ich weiß gar nicht, warum sie das letzte Mal nicht gezählt hat. Echt komisch. Oh, der ist da ins Salz gelaufen. Ich glaube in das hier. Ja, okay. Salzfotos das mache ich erst ganz am Schluss, wenn du dich. Achso, hast du noch gar keine gemacht? Ich tu mal die Pöttchen dahin, wo der. Oh, die hier ist aus. Die Kerze hier. Hier die Kerze. Ja, ich glaube, es ist schon vorbei. Ah, kann auch sein wegen Timeout. Naja, schon noch mit dem EMF kurz gecheckt. Oh, die hier auch. Ja, okay, die hier war frisch. Die war gerade noch an. Okay. Okay, wir versuchen hier gerade ein paar Fotos zu machen. Aber es ist ein bisschen schwierig gerade. Ja, wieder. Oh, zwei Stück, ja. Die andere auch. Die auch? Ja, hat beide ausgemacht. Okay, Rest mache ich einfach mit Salz voll. Okay, Fotos sind schon mal voll. Ich tue die Pötte deinen zu denen, die noch nicht gemacht wurden. Okay, dann haben wir schon mal die Fotos. Dann müssen wir mal gucken. Kiki, du hattest vorhin Whisper bekommen. Hast du deine Sanity gecheckt? Ja, war was wieder AF Kiki? Ja, toll. Na, nee, Kiki ist jetzt wieder da. Ja, nun, jetzt sag immer, ich wäre AF Kiki, bin ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob das hinter mir stimmt. AF Kiki. Ja, lass uns mal. Lass uns mal nach Sanity gucken und nach Orbis. Warum kann ich das nicht aufheben? Ich mach jetzt auf das Ohr. Das ist gemein, ich kann nur ein Kissen hier aufheben. Na, wenigstens kann man Marco aufheben. Die Tür, ey. Wenn man die anfasst, fliegt sie weg. Wo ist die Tür hin? Die Tür ist weggeflogen. Lustig. So. Eieiei, was ist denn mit Feather Records passiert? Oh mein Gott, unsere Sanity ist ja mega am Arsch, ey. Aber Kikis nicht, obwohl Kiki den Whisper bekommen hat. Also kein Moroi. Kiki, du hattest einen Whisper, ne? Yes. Hm, also ist das ein Shin oder so? Wir waren aber die ganze Zeit da oben im Dunkeln, ne?
Okay, das muss man auch in Betracht. Also ich habe die Kamera extra ganz weit da hinten in die Ecke gestellt, dass man die ganze, den ganzen Dachboden sehen kann. Ihr könnt ja mal gucken. Ich habe vorhin manuell keine Orbs gesehen. Ihr könnt ja auch mal gucken, ob ihr welche so seht. So, wir gucken jetzt kurz nach Orbs. Ups, ich habe vergessen, den Soundsensor da hochzubringen. Ich bring mal kurz den Soundsensor noch da hoch. Ihr könnt ja mal noch gucken. Wir sind auch gerade bei 60 genau, ne? Das heißt, wir können auch wegen mehr testen, ne? Weil, ja, der hat das Licht kaputt gemacht, muss aber deshalb nichts heißen. Wir achten auf die Hunting Threshold, die ist wichtig, wegen mehr. So, die Kamera hier, die kann man ein bisschen mal nach vorne tun. Ist der Soundsensor? Testen wir mal auf mehr. Wir haben ja nur einen Lichtschalter. Nö, keine Reaktion. Okay. So, tun wir den mal hier hoch. Damit wir hier oben ein bisschen was mitkriegen, was hier abgeht. Da geht jetzt sowieso keiner mehr hoch. Okay, am besten geht jetzt erstmal keiner mehr auf den Speicher. Wir gucken jetzt erstmal, ob unsere Sanity, wenn die jetzt so bleibt, ob der huntet. Okay, wir drainen jetzt gerade unsere Sanity und testen so wegen mehr. Ich weiß gar nicht, ob, wenn man jetzt einen Banshee oder einen Phantom hat, ob der da rauskommen kann vom Dachboden. Die Parabols gehen leider nicht mehr durch die Decke. Das ging vorher, vor Ascension. Finde ich auch schade, dass das nicht mehr geht. Ich finde das auch doof, dass es nicht mehr geht. Früher ging das, weißt du, durch Wände geht es. Warum geht es dann nicht durch die Decke und den Boden? Echt, ja, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu OP. Aber früher war das so, weißt du? Oh Gott, Geisterfoto wird nachher wieder riskant. Müssen wir nachher beim Hand versuchen. Ja. Wer war das mit dem Ball? Warst du das oder was? Nee, weißt du. Das ach so. War, Thomas. Oh, er hat versucht zu handeln. Schnell raus, Sanity Check. Licht an. Kiki, falls du in einem Raum im Versteck bist, mach einfach das Licht an und bleib im Versteck. Wir müssen gucken, wann der jetzt versucht hat zu handeln. Wegen der Hunting Threshold. Das ist jetzt wichtig. Sorry, ich weiß, ich sehe schrecklich aus. Hatte jetzt vorhin nicht so viel Zeit. Das ist schon ein bisschen verdächtig. Na, das erinnert schon ein bisschen an Mare. Mare oder Onryo? Kiki, wir haben einen Early Hunter. Das heißt, wir können einige Kameraden hier schon mal rauswerfen. Das reduziert es natürlich auf sehr wenige Geister. Der Onryo ist noch das möglich. Das ist ein bisschen verdächtig. Obacke. Ja, Mimik weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben ja keinen Orb gehabt. Oh mein Gott, Kiki ist noch drin, ne? Der geht jetzt gerade da drin ab. Komm, Küken, wir müssen schnell rein, dass wir zum Hand da sind. Okay, Kiki, bleib im Versteck. Das Kruzi ist hinüber. Der nächste Hand wird wahrscheinlich durchgehen. Ach, wir müssen noch die Geisterfotoscheiße. Ja, das machen wir ja jetzt. Wenn wir jetzt schaffen, das Licht hier noch anzukriegen. Ja. Nein, der hat zweimal versucht zu handeln. Okay, er huntet, bleibt im Versteck. Klingt normal, also kein Raiju. Ja, das wird schwierig. Da kommt er. Okay, ich versuche zu schießen. Schieß weiter. Okay. Geh weg. Oh, Glück gehabt. Ey, wie zum Teufel hat das Geisterfoto nicht gezählt? Was? Das hat nicht gezählt? Du hast doch tausendmal da drauf geschossen. Alter. Der Geist ist unfair. Das ist gemein. Wir müssen jetzt noch einen Onryo-Test machen. Lass uns mal hochgehen und da mit den Kerzen hantieren. Ich habe jetzt nur einen Smudge dabei. Der Raum ist aber viel zu groß für einen Onryo-Test, ey. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Und das Licht ist kaputt, deshalb können wir auch keinen umgekehrten Mehrtest machen. Hast du ein Feuerzeug hier? Ja. Okay, bleib aber auf Fluchtposition. Ich verteile die Kerzen ein bisschen.
Ja. Was, Kiki, du warst hier oben? Kiki, wie hast du das hier überlebt, ey? Seid vorsichtig, der erntet gleich bestimmt wieder. Achtet mal auf die Kerzen. Ich brauch das Kruzi. Kiki, geh du ruhig mal den Breaker anmachen, der ist am linken Eingang. Küken, ich bringe einen Kruzi hoch. Wir müssen gucken, ob das benutzt wird, während Kerzen in der Nähe sind. Ich bleib zusätzlich auch mit dem Feuerzeug noch hier stehen. Wir müssen aufpassen. Ich habe nur einen Smudge. Wir kommen nicht sehr weit. Oh. Oh, das war schnell. Wow, mein Feuer. Ist die hinüber? Ja. Oh, da ist er sauer und wirft mit Farbe. Ja, aber jetzt will er nicht mehr haben, weißt du? Die qualmt bei mir immer weiter, da die Kerze. Wir müssen nur aufpassen, wenn er außerhalb der Range loslegen will, ne, aus den Ecken, kann er noch angreifen. Ey, die hört bei mir gar nicht mehr auf zu qualmen, die Kerze. Ey, weil ich die immer anzünde, Lila. So halbwegs, weil die dann direkt wieder aus. Ja, es könnte noch ein Rio sein, oder? Könnte sein. Also die Chancen sind so relativ hoch. Er hat zwar vorher noch nicht versucht zu hunten, aber er huntet jetzt gar nicht. Kiki, ich glaube, der Brecky ist wieder aus. Lauf, lauf, lauf! Der huntet, Kiki! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja, wir haben es geschafft. Und das Foto? Ja, es hat gezählt! Ich weiß es nicht. Ist er außerhalb dieser Kerze gespawnt? Es ist schwierig. Ist er fertig? War es das? Der ist außerhalb der Kerze gespawnt, oder? Ja, und ich habe das Geisterfoto geschissen. Ja, ich habe gesehen. Das hat geklappt. Ein Glück, ey. Boah, wir haben es mit einem Smudge geschafft, ey. Ja, weil wir es mit zwei Smudges versuchen, dann funktioniert es natürlich nicht. Also. Ich habe jetzt noch einen Smudge von hier aufgehoben. Also sollen wir mit Onryo fahren oder sollen wir oben nochmal testen? Vielleicht nochmal nach oben. Okay, versuch die Kerzen sofort anzumachen, sobald du oben bist. Ich halte mein Feuerzeug draußen, aber es kann sein, dass wir es diesmal vielleicht nicht schaffen. Kiki, falls du beim Breaker bist, du kannst dich auch einfach neben den Schrank setzen. Der Geist würde eh nicht bis dahin kommen. Der kam hier aus der Ecke, ne? Ich habe das Kruzi hier mal hingetan. Ja, bleib einfach neben dem Schrank. Der kommt eh nicht bis darunter. Wir lenken den hier oben eh ab. Hoffen wir mal, dass er es nochmal von da versucht. Küken, du musst die hintere Flanke da noch checken, dass der da... Er ist wohl hier. Wollen wir den mal die Kerzen ausblasen lassen? Wir müssen sehen, dass er das Kruzi benutzt, während eine Kerze an ist. Wenn das passiert, ist der Onryo raus. Wir müssen aber auch aufpassen, dass er uns hier nicht den Weg abschneidet, weil ich das Kruzi jetzt was verschoben habe. Aber ich muss es ein bisschen dahin tun, weil ich glaube, der fängt eher da in der Ecke an, weil das andere Kruzi hat ja auch zweimal gegriffen. Wir haben aber vielleicht noch den Smudge-Effekt aktiv. Oh, oh. Nein. Das ist sein Freund. Lässt du es jetzt sein? Der ist schon ein bisschen Onryo, nicht? Kiki, falls wir draufgehen, fahr mit Onryo. Oh, das schmeißt er schon wieder mit Farbe. Das ist immer seine Reaktion, weißt du? So nach dem Motto, ja hier, brennt die Farbe an, dann explodiert hier alles. Okay, unsere Kerzen sind fast alle. Der Smudge-Effekt müsste auch vorbei sein. Sollen wir sagen Onryo? Ah, es ist schwer, aber ich würde dann auch Onryo sagen. Ich glaube, der ist vorhin da hinten in der Ecke irgendwo gespawnt, weißt du? Außerhalb der Range. Ja, es ist schon ein bisschen verdächtig. Oh, hinter dir.
Handys aus. Okay, dann lass uns gehen, wenn die hinüber sind, weil ich glaube schon, Kiki ist es sehr wahrscheinlich ein Onryo. Die Kerzen sind leider ausgebrannt, wir können nicht weiter testen, aber er hat nicht gehuntet, also lass uns mit Onryo fahren. Abmarsch. Dann können wir in Richtung nach draußen gehen, falls er uns gehen lässt. Kiki, bist du draußen? Ah, Kiki ist draußen, okay. Ja, sie war doch beim Breaker, sie hat doch Breaker-Dienst gemacht. Okay. Ja, guck mal, unsere Sanity war so am Arsch, da hätte jeder Geist gehuntet und ich glaube schon. Aber es würde jetzt Leute geben, die würden sagen, ach, das ist bestimmt ein Meer, weil er das Licht kaputt gemacht hat, weißt du? Was? Aber irgendwie machen Meers das immer, um uns zu verarschen, Anna. Ja, ich habe so viele Meers erlebt, die nie das Licht kaputt gemacht haben und umgekehrt Geister, die kein Meer waren, die das Licht kaputt gemacht haben. Also, ey, guck mal, der Soundsensor, der tut nur so einen kleinen Bereich abdecken. Guck dir das mal an, wie groß dieser Dachboden ist. Ja, das ist krass, ey. Und jetzt stell mal vor, das Kruzifix ist, glaube ich, so ungefähr auch diese Range. Und das lag ja ein bisschen da weiter nach rechts hin. Der ist bestimmt in der Ecke, wo der Schaukelstuhl da ist, gespawnt, weißt du? Und das ist ja dann außerhalb der Range. Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann fahren wir mit Markus, Marie und Thomas ab mit Onryo. Okay, habt ihr Onryo drin? Mhm. Es ist noch eine Chance, dass es vielleicht ein Meer oder ein Demon ist, ne? Eine geringe Chance, aber hoffen wir mal, dass es ein Onryo ist. Ich bin jetzt aber echt gespannt, ey. Ah, der Schock ist schon. Also Leute, verlasst euch nicht darauf. Oh, Lightbreaking-Event muss ein Meer sein. Ja, es könnte jetzt sein, dass es ein Meer sind, dass ich jetzt gerade vollends auf die Fresse kriege. Aber ich glaube eher, dass es Onryo. Seht ihr? Er hat das Licht kaputt gemacht, aber es war ein Onryo. Also, verlasst euch lieber auf die Hunting Threshold und macht dann die weiteren Tests. Zum Beispiel haben wir jetzt getestet, ob er schneller ist. Wegen Raichu, weil Raichu huntet auch so um 65%. Ja, die Tier 2 Bewegungssensoren sind cool. Oh, ich habe Tier 3 Videokamera. Ja, komm her. Das war ein Oreo. Du bist auch ein Oreo, du Keks. Echt, ey. Schaffe ich noch ein Level? Nein. Scherzkeks. Okay. So, mal kurz die Stats angucken. Der hat 5-mal seine Fähigkeiten benutzt. Interessant. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.